Was geht ab, meine Freunde? Hier ist wieder euer herzenslieber Master 3D bei diesem wunderschönen LP. Oh, ich fange an zu reimen. Das geht noch weiter. Okay, nee. Wir machen jetzt erstmal hier lieber die Dasher weiter. Das kann ich besser. Meistens zumindest. Wenn es denn so hinhaut, wie ich es mir vorstelle. So Bücherregale brauchen wir auch mal, ne? Da waren ja im Tempel ganz viele. Nein, die lassen wir natürlich da, ist ja klar. So, zack, zack. Gut, ja, das würde ja dann auf jeden Fall reichen, wenn dann diese Höhe kommt an Büchern. Ja, das ist mehr als genug. Das schließen wir mal so. Alles klar. Haben wir nicht irgendwo noch in den Truhen irgendwo noch so ein Ding gehabt, sondern so ein Bücherregal? War da nicht irgendwas? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Nee, sieht aber nicht so aus. Okay, kann ich auch mal wieder dreist verwechselt haben. Wir bräuchten ja Leder dafür. Das haben wir auch schon übertrieben gemacht, dass man jetzt für jedes Buch da so ein Lederchen braucht. Aus einem Leder kannst du mal locker 10 Bücher machen, aber okay. Na gut. Das kann so bleiben. Das passt, das passt. Also hier unten sieht es schon mal super aus. Da gehen wir jetzt auch mal direkt wieder hoch. Weiterarbeiten. Wobei man dann auch hier kombinationstechnisch. Ach, was mache ich denn da? Spitzhacke, wo bist du? Da. Jetzt ganz vorsichtig, Master. So. Ah, stimmt, der Schaber hat gar keine Treppen. Moment. Kann man ja mal kurz anrichten. So, zack, 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 zack. Die sind jetzt nämlich gerade passend, denke ich mal. Wenn man sie einfach so hinsetzt, dann sieht das nicht so beengt aus, so eingequetscht. Ja, das müsste ja dann eigentlich auch noch hier hin. So. Aber hier werden Zweierblöcke, hier werden Zweierblöcke. Das passt sogar von der Symmetrie her. Ich gehe kaputt. Das ist ja unglaublich. Das ist übrigens auch total fehlerhaft hier, ne? Muss man echt mal sagen. Da will man mir auch wieder einen Streich spielen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, eigentlich muss da noch ein normaler Block hin, oder? Ja. Nee. Hast er sich ja wieder jemand gedreht? Was soll denn das, ne? Aha, haben wir wieder den Übeltäter wahrscheinlich. Kann man ja schon vermuten direkt. So, wunderbar. Da sieht man's mal. Da findet man nach Wochen immer noch Fehler in der Decke. Das ist ja unglaublich. Also, wie miserabel ich hier am Bauen bin. Der Wahnsinn. Ah, so drehen und batsch. Mist. War klar, dass der natürlich wieder auf den letzten Metern schief geht. Jetzt aber. Und. Ja, wunderbar. Schön. Gut, wie sieht's hier oben aus? Traumhaft schön. Ja, das hatte ich halt gemeint. Da kann man jetzt einfach hier diese Blöcke hinsetzen. Das interessiert ja keinen. So, und hier natürlich auch. Da spart man halt jetzt noch ein bisschen was. Ja, genau. Merkt ja keiner. Wird da irgendwo mehr hier aufgezeigt. So, fertig aus. Weg ist weg. Gut. Draußen ist mal dunkel. Na komm. Ist eigentlich nicht so schlimm. Kann auch draußen dunkel bleiben. Okay, das muss auch noch weg. Da bin ich halt einfach mal gespannt, wie wir das hier noch anstellen werden. Das muss alles hier noch eins höher, ist ja klar. Haben wir ja gesagt, oder habe ich mal erwähnt, irgendwann, irgendwo, nebensächlich. Batsch, 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 batsch. Okay, das muss dann halt natürlich noch hier im besten Falle fertig gemacht werden, größtenteils. Da man ja hier sonst ohne Dach auskommen muss, und das wäre bescheiden. Ich glaube, es hatte mal einen Grund gehabt, dass ich nur diese Höhe gewählt habe. Ich weiß ihn aber nicht mehr. Naja, ist ja egal. Ist ja egal. So, ist ja schon fast alles weggekloppt hier. Genial. Batsch, 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 batsch. Und nur noch hier dieses Erdefleckchen da ein bisschen, dann haben wir es doch schon. Mach mal die Axt weg, so. Yeah! Ich liebe das, wie schnell das geht. Das macht richtig Spaß. Gib ihm. So. Nur noch das kleine Fleckchen hier, dann haben wir es doch erstmal. Ach komm, das kann man noch grob lassen, bevor hier tausend Viecher reinkommen, wenn ich mal wieder die Monster anschalte irgendwann. Da machen wir erstmal mit den Chitinchen weiter. Na komm. So, genau. Okay. Immerhin waren hier immer nur so Zweierfenster, so ein Einerfenster. Das kann man jetzt auch natürlich auch ändern. Logischerweise. So. Da muss natürlich noch Glas rein, sonst kommen wieder tausend Monster rein.
Das will ich natürlich vermeiden. Haben wir irgendwo noch Glas rumfliegen? Boah, keine Ahnung schon wieder. Ja, hier haben wir Glasblöcke. Ganz geil. Noch irgendwelche Glasscheiben vielleicht? Ja, nein. Nein, okay. Dann halt nicht. Warte mal, hier unten haben wir... Nee, wir nehmen die obere Werkbank. Die ist schneller zu erreichen. So, wie ging das nochmal? So, ne? Ja, 16 Stück müssten schon reichen. Habe ich nicht schon Glas weggeworfen? Ja, hab's wieder aufgehoben, glaube ich zumindest. Okay, dann machen wir das nochmal so weg. Machen wir hier mal Steine gerade so grob hin. Und klatsch, klatsch. Ach stimmt, der hat ja ein Creeper mal diese Scheiben weggebrettert. Jetzt sind sie wenigstens wieder da. Und ja, wartet mal. Jetzt kann man ja auch sich richtig hier um die Symmetrie kümmern. Guck mal, wie schön. Indem man das jetzt einfach so macht. Super. Warte mal, jetzt guck mal hier. Zack, zack. Das wird natürlich auch noch ersetzt. So. Schöne Feinarbeit. Da vorne natürlich jetzt auch noch die Gläser hin. Zack, zack, zack. Perfekt. Das kommt weg. Und oben kommen noch zwei Gläser hin. Haben wir sogar schon alle benutzt. Ja, traumhaft. Okay. Das sieht doch schon mal viel geschmeidiger aus. Viel logischer einfach. Viel schöner. Okay, gleich mache ich mir die Symmetrie selbst wieder kaputt, indem ich hier oben... Ach, egal. Denke ich jetzt gar nicht drüber nach. Machen wir später noch. Ich meine, die Gläser bleiben auf jeden Fall so, die Fenster. Ich habe es nur mal erwähnen wollen, ne? Okay, hier kann ich ja leider keine hinsetzen, keine Fenster. Dann wird das hier komplett zugebaut. Was halt gehen würde... Was jetzt zum Glück gehen würde, wenn man jetzt hier... Wir haben ja den Balkon gemacht. Bis dahin, da kann man hier eigentlich ein Fenster reinklatschen, theoretisch. Warte mal. So, ho. Die sind vierer breit. Geht ohne Probleme. Schön, dass das geht. Machen wir das auch noch weg. Zack. Dass das Häuschen hier mal ein bisschen Gestalt annimmt. Also mal ein bisschen positive Gestalt. Nicht so missgestaltmäßig. Machen wir nochmal ein bisschen mehr Gläser. Also Glasscheiben. So, schön 32 Stück im besten Falle. Jawohl. Her damit, alles meins. Zack, zack, zack. Und zack, 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 zack. Perfekt. Ja, das wird schön offen und hell. Das gefällt mir gut. Das machen wir wieder weg. So, kommen wieder Gläser hin. Du kommst weg. Das muss auch noch weg, natürlich. So, du musst auch noch weg. Das müssen wir auch noch mal irgendwann von außen ein bisschen hübscher machen, aber das hat ja Zeit. Ich bin ja schon froh, dass wir hier gerade mal das hier in drinnen in Angriff nehmen. Das steht ja auch auf unserer To-Do-Liste. Ja, das macht doch schon mal viel her und viel Sinn vor allem. Das muss dann halt jetzt geschlossen werden. Mehr ist hier leider nicht mehr möglich auf der Seite. Oder vielleicht später noch, wir warten es mal ab. So. Da können wir mal gucken, ob wir das Fenster wirklich lassen, ob wir das zubauen. Mal gucken. Da bin ich mir noch ziemlich unschlüssig, ehrlich gesagt. Aber wenn es hier geht, dann geht es ja hier genauso. Darf man nicht vergessen, muss alles immer schön gleichmäßig sein. So, warte mal. Schön vorsichtig wegkloppen. Natürlich kann man hier draußen noch ein bisschen mehr wegkloppen, weil im Endeffekt... Das muss dann eher eins höher gesetzt werden, damit es auch mit den Fenstern Sinn ergibt. Ja, viel offener, viel schöner schon mal. Wunderbar. So. Mal hier so kurz. So, wunderschön. Zack. Das noch weg. Alles klar. Wieder rein. Durch die Tür natürlich, weil man kommt ja sonst hier nicht rein. Das wäre ja kritisch. Zack, zack, zack. So. Dann sieht es von innen wie außen wunderschön aus. Nochmal hier zumachen. Boah, ich bin schon gespannt, was wir hier für eine Decke reinknallen, ehrlich gesagt. Da fließen schon die Ideen bei mir durch, aber... Das dauert noch ein bisschen, bis wir da uns an die Decke ranmachen können. So, du musst natürlich auch noch weg. Zack, zack. Das geht ja zum Glück sehr schnell. Wo wäre hier das Fenster? Erstmal, ja, machen wir erstmal die Blöcke hin und danach können wir uns über das Fenster Gedanken machen. So.
Aha, hier wär's genau. Alles klar. Alles klärchen. So, 1, 2, 3, 4, zack und zack. Genau, der Rest wird einfach simpel, aber locker zugebaut. Zwar genau so. Super. Okay. Noch die Scheiben reinsetzen. Erstmal noch die Steine hier einsammeln. Oh, die Fackeln natürlich. Die sollte man von außen mal wieder anbringen, denn es wäre doof, wenn hier irgendwas spawnt wegen der Kacke hier. Weil ich hier am Arbeiten bin und es nicht bemerke oder so. Das können wir noch ein bisschen weiter aufmachen. So. Wenn wir schon gerade dabei sind, haben wir Erde dabei. Ja, haben wir. Cool. Knallen wir noch hier außen noch mal ein bisschen Erde hin. Dann ist er wenigstens schon mal mit Gras bewachsen. Dann machen wir das ja auch noch breiter und sowas. Ja, das wird perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Es macht Freude auf jeden Fall. So. Ich glaube, dem Gang hier widmen wir uns kurz in der nächsten Folge, schätze ich mal. Das geht richtig schnell. Da haben wir wenigstens schon mal einen schönen Ausblick, wenn wir da hingucken würden. Ich meine, scheiß drauf, wie es im Haus aussieht. Hauptsache, es ist außen wunderschön. So, so, so. Jetzt machen wir hier. Das sind wir natürlich genau gegenüber. Wie habe ich denn eigentlich die Türen gemacht? Da habe ich mir auch mal was anderes überlegt. Und zwar mit Eichenholz funktioniert das. Da müsst ihr mal sagen, ob euch das gefällt, ob es jetzt einen optischen Touch hätte. Moment, so. Dann nochmal hier die ganzen Sachen aufsammeln. Man soll ja hier nichts verschwenden, ne? Okay. So. Was haltet ihr davon, meine Lieben? Ich lasse es jetzt einfach mal so. Ich mache es jetzt mal rundherum. Ihr könnt einfach sagen, wie es euch gefällt. Ich finde die Idee super. Muss ich aber logischerweise auch, denn sie entstand ja von mir. Okay, dann habe ich das hier falsch gebaut. Moment, dann machen wir das mal. Hier das Glas weg. Hier das Glas weg. Hier und hier das Glas weg. So und so. So und so. Das wird dann natürlich noch ein bisschen breiter gemacht. Ist ja klar, soll ja auch alles schön passend aussehen. Geht's immer noch? Es geht immer noch. Gut, mit dem Glas wird schon ein bisschen knapper. Beziehungsweise wir haben keins mehr, aber egal. Darum mache ich mir jetzt gar keine Gedanken. Ich glaube, irgendwo habe ich noch ein bisschen Sand. Ach, ich habe doch richtig viel Sand rumfliegen. Stimmt ja, allein da hinten bei den Truhen und sowas. Ah, dann brauche ich mir gar keine Gedanken darum zu machen. So. Schön wieder die Fackeln setzen. Die Fackeln sind ja das Wichtigste hier an der ganzen Geschichte. Okay. Hier natürlich auch noch, ist ja klar. Ach, stimmt ja, hier muss ich das auch noch korrigieren. Zack, zack. So. Und zack und zack. So hat das Hand und Fuß. Also ich bin gerade hier richtig motiviert und angespornt. Man merkt es vielleicht. Denn ich liebe Design. Ich meine, es ist ja auch ein wichtiger Teil von Minecraft. Und er sollte genutzt werden. So, das soll natürlich auch noch hier ein bisschen kreativ aussehen. Und nicht so strikt oder langweilig. Wobei strikt und langweilig fast schon dasselbe ist. So. Okay. Dann haben wir hier oben auf jeden Fall schon mal viel geschaffen. Okay, viel ist relativ, aber wir haben schon mal ein bisschen was geschaffen. So, dann machen wir das hier natürlich auch nochmal, damit wir hier auf Fackeln und alles hinsetzen können. So, weg damit, weg damit, weg damit. Patsch, patsch. Super. Hier haben wir jetzt jede Menge Stein, das reicht ja tausendfach. So, die zwei sind dann natürlich diese Türen-Dingsbums da. Hier kommen die Teile hin. So, genau. Das füllen wir mal komplett aus, warum auch immer. Es kann ja nicht schaden. Jetzt ist halt die Frage. Ja, wartet mal, da gucke ich mal jetzt was ganz anderes. Da überlegen wir uns noch was Schönes. Dürfte nicht so schwer sein. Ich habe da schon ein paar Ideen. Wir müssen nur mal gucken, was am besten aussieht. Ich werde gleich mal einen nennen. Moment, das muss noch hier ordentlich designt werden. Weil hier kann ich ja keine Fenster hin machen, weil wir ja direkt im Berg drin sind. Das ist halt der Nachteil, wenn man einen Berg reinknallt, ne? Da muss man halt schon überlegen, wo Fenster sind und wo keine kommen werden. Und wenn ja, wie man es dann halt beleuchtet. So. Aber da kann man zum Beispiel so
Glowstone oder irgendwas machen. Also da fällt uns doch garantiert noch was ein. Und die eine Idee wäre zum Beispiel, dass wir, ja, dahinter jetzt einen Raum machen. Oder halt, dass wir da einen Weg hin machen. Das heißt nur, der Weg würde, glaube ich, gar nicht gehen. Oder würde schon gehen, aber würde das auch gut aussehen? Das ist halt die Frage. Mensch, jetzt, ab wann beginnt denn der Weg? Ab hier ungefähr. Dann würde ab hier irgendwann ein Weg rauskommen. Das sind ein bisschen viele Wege. Nee, nee, das lassen wir mal. Man muss jetzt nicht 50.000 Wege machen, also das wäre schon ein bisschen übertrieben jetzt. Das lassen wir. Dann mach ich mal jetzt erstmal hier die Fackeln wieder hin, so. Das ist wenigstens schon mal wieder ein bisschen heller. Glasscheibe habe ich nur noch eins, schade. Aber nun gut, ist halt so. Muss ich mit klarkommen. Also sieht schon mal ganz anders aus, finde ich. Definitiv. Vor allem viel heller und viel größer. Ich mache jetzt noch mal ein paar Fackeln hin, damit hier natürlich nichts spawnt, ist ja klar. Das bleibt nicht so. Okay, dann kann man doch schon mal den nächsten Raum hier planen. Denn der wird nicht besonders groß sein. Nur damit es ein bisschen schöner aussieht, glaube ich, dass ich das halt ein bisschen breiter mache. Was ist nur für die Optik sozusagen. Ja, so wäre es dann. Dann kommt dann hier der richtige Stein hin. So im Endeffekt. Ja, genau. Perfekt. Das heißt dann zwei. Ich tue das mal jetzt hier komplett zumachen, damit natürlich nichts spawnen kann, ist ja klar. Dürfte man sich, glaube ich, denken. So, dann müsste vierer Breite reichen eigentlich. Ja. Oder wir machen sechser Breite, damit es nicht so eingeengt aussieht. Warte mal, eins. Warte mal, wie würde das sein? Eins, zwei, drei, vier. Nee, reicht. Reicht definitiv. Dann mache ich den ganzen Krempel hier mal wieder zu. So. Hab ich aus Versehen ein bisschen zu viel aufgeschlagen, aber ist ja nichts Neues hier bei mir. So. Genau. Da könnt ihr schon mal gespannt sein, was da hinkommen wird, Freunde. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Perfekt, das steht auch schon mal. Das kann man dann hier wieder machen, so. Schon mal grob umsetzen. Zack, zack, zack. Man muss ja auch mal hier die Fackeln hinsetzen, dann sieht man ja auch mal wieder ein bisschen mehr. So. Also die Decke muss natürlich auch noch um eins angehoben werden. Ist ja klar. Soll ja überall gleichmäßig aussehen, dann die Räume. So. Super, 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 super. Ja, das würde doch schon erstmal nach etwas aussehen. Ist mein Inventar voll? Ja, natürlich. Mach ich das mal weg. Die Steine sind wieder ein bisschen wichtiger als Zombiefleisch. Oder verrottetes Fleisch, wenn man es mal so will. Okay, geil. Geil, geil, geil. Es geht voran. Seid jetzt immer noch die Frage, wirklich, wie wir das Dach machen oder wann wir das Dach mal machen. Aber das hat ja Zeit. Da werden wir auf jeden Fall wieder ein richtig krasses 3D-Dach kreieren. Da bin ich mir sicher. Und ja, also für eine Folge haben wir da schon wieder mal einiges hingekriegt. Das muss ich natürlich nochmal zumachen. Das mache ich am besten jetzt nochmal schnell zu. Weil, ne, da soll ja nichts reinkommen. Das ist jetzt nur provisorisch. So, na komm. Ja, natürlich verbrauche ich mich jetzt nochmal überall. Logisch. So. Ja, fürs Erste ist es doch super. Hauptsache, hier fällt kein Monster von oben irgendwie runter. Gut, meine Freunde, da würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.